Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Köbel. Ja, wir sind quasi auf dem Rückweg mit unserer Minmus Autarkie Expedition, denn wir wollen ja beweisen, dass wir quasi mit 16 Tagen Happa Happa, oder beziehungsweise eigentlich wollen wir es nicht beweisen, mir geht es eher darum rauszufinden, wie gut es funktioniert, das wäre eigentlich die ganze Wahrheit hinter, mit 16 Tagen Vorräten, wie weit wir damit eigentlich kommen. Wir sind jetzt am 9. Tag unserer Expedition, wir arbeiten derzeit immer noch unsere Ressourcen ab, also hier der Life Support läuft, kann man hier ganz gut sehen, und ja, wir sind bei 13 Tagen, ich denke mal, wenn wir alles abgearbeitet haben, 14 Tagen Vorräte immer noch. Das sieht richtig gut aus, dass wir das später auf jeden Fall auf einer Reise gut für uns verwenden können. Ich muss mir dann nur die Ergebnisse mal notieren, dass ich das dann hoffentlich irgendwie hochrechnen kann für unsere erste bemannte Duna-Mission, wenn es mal soweit ist. Und ja, die Frage kam nämlich auch schon, darauf arbeite ich natürlich hin. Also wir haben den Satelliten deshalb unterwegs, um erste Ergebnisse zu sammeln und natürlich auch schon ein bisschen Forschungspunkte noch einzusammeln, aber am Ende des Tages arbeiten wir natürlich darauf hin, oder ich arbeite darauf hin, dass wir eine bemannte Duna, vielleicht sogar Ike-Mission, mal gucken, wie gut das dann läuft, hinbekommen. Dafür brauchen wir halt noch ein paar Sachen. Dafür brauchen wir zum Beispiel so Docking-Ports und wir brauchen dafür eben diese Life-Support-Geschichten, weil wir, also ich kann nicht so viel Material mitschleppen, dass wir die ganze Zeit klarkommen. So. Das wird reichen. Dass wir wirklich hier jahrelang uns quasi am Leben halten können. Und um das eben vom Gewichtsaufwand zu minimieren, was sind das heute für komische Kameraeinstellungen hier? Wo ist der Minmus? Heute ist irgendwie komisch mit der Kamera, ne? Zack. Kamera free. Da ist er. Kamera orbital. Ah. Sehr schön. Gut. Ja, und ich glaube, das war ein sehr guter Testlauf. Und wenn wir jetzt noch schaffen, unsere Kerbals wieder anzulanden, dann haben wir auf jeden Fall ein paar nette Sachen mit dabei. Denn wir haben hier noch einen Report für 15 Science-Punkte. Da brauchen wir noch eine Verbindung für. Wir haben hier aber auch noch ein Eva-Report für 24 Science und eine Bodenprobe für 90 Science. Das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Da können wir dann hoffentlich die Docking-Ports für holen. Mal gucken, ob das reicht. Und wir haben auch gar nicht schlecht Kohle verdient am Ende des Tages. Also wir sind auf jeden Fall im Plusbereich und wir haben noch was offen. Und zwar müssen wir noch Science Data from Space Around Minmus, die muss ich noch rüberbringen, und Transmit or Recover Science Data from Surface of Minmus. Das sind beides diese Crew Reports letzten Endes. Die werde ich noch rauspumpen, sobald wir eine Funkverbindung haben. Die hoffentlich kommen sollte, sobald wir hier hinter Minmus hervorkommen. Theoretisch sind wir noch auf einen Satelliten ausgerichtet. Wir müssten eigentlich früher oder später eine Verbindung kriegen, wenn der nicht mehr hinter Kerbin rumasselt, sondern sich wieder eine Verbindung zu uns gönnen kann. So, aber jetzt machen wir erstmal unser blödes Manöver. Wupp. Und dann die Richtung. Und Firefly, würde ich sagen, weil das... wir müssen jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst, was die Genauigkeit des Manövers angeht. Wir wollen ja nur zurück. Und wir haben noch 600 was der Batterie, um das einzubremsen. Das sollte funktionieren. So. Zack. Damit sind wir auf dem Weg zurück. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn dieser Komsat 4 gerade? Hier. Und warum haben wir keine Verbindung? Habe ich die Antenne zugeklappt? Ich habe bestimmt die Antenne zugeklappt, nicht Kasper, oder? Ja. Activate. Was nichts daran ändert, dass ich immer noch keine Verbindung habe. Was eigenartig ist. Warum sind heute so komische Kameraeinstellungen? Hat sich das irgendwie verändert? Kommt mir das nur so vor? Irgendwie sieht das alles komplett anders aus. Locked. Zack, zack. Orbital.
Oder ist Minmus irgendwie noch im Weg? Eigentlich nicht, ne? Da ist Kerbin. Ich sollte theoretisch eine Funkverbindung haben. Na gut, praktisch habe ich sie nicht, aber das ist dann halt so. So, was wir jetzt mal machen können. Wir können jetzt mal den Goga und den Kühnu zusammen den Garten. Gemacht, okay. Mitsamt den Daten in die Kapsel nach vorne bringen, weil wir werden diesen Life-Support-Part vorher in die Atmosphäre dumpen, damit wir in aller Ruhe uns um die Landung kümmern können, damit wir nur das hier eintreten lassen und damit wir natürlich alle unsere gesammelten Dinge, gesammelten Werke mitbringen können. Wollen wir auf jeden Fall, dass unsere Jungs da vorne in der Kapsel drin sitzen und nicht zusammen mit der Life Support Unit verglühen. Das wäre nämlich ein bisschen ungünstig. Sag mal, geht das nur mir so? Ich fühle mich irgendwie, als ob die Kameraperspektiven ganz komisch sind. Also vielleicht habe ich heute auch einfach nur irgendwie einen schlechten Wahrnehmungstag oder so. Wer weiß. Grab. Zack. Und... hinein. So, und dann genug. Den wollen wir auch nicht in der Atmosphäre verglühen lassen. Oder wollen wir das einfach gar kein? Jetzt klemmt der hier aber irgendwie zwischen den Solarpanels fest. Krabbelt mal hoch. So. Zack. Ah. So. Free wollen wir. Zack. Licht an. Und gucken, wo der Eingang ist. So, und dann werden wir jetzt uns gemütlich auf die Bahn nach draußen katapultieren und dann wieder Eintritt fliegen bei Kerbin oder an Kerbin. Da müssen wir halt jetzt nur aufpassen, dass wir genug Essen in der Kapsel haben tatsächlich, weil unsere Tanks hängen ja da dran. Also werden wir diesmal bis zum bitteren Ende oder relativ lange zumindest, komm schon, halte ich da jetzt fest. So. Unseren Kram behalten, damit wir noch Fressen haben. So, dann geht's los. Wir sind unterwegs in Richtung Kerbin-Einflussradius. Tja, entschuldigt bitte. Ach Gottchen. So. Also, wir verarbeiten hier gerade unseren Kram. Das sieht aber richtig gut aus, dass wir wirklich auf 14 Tage wieder fast hochkommen mit den Resten. Und wir sind 10 Tage schon unterwegs. Das heißt, wir haben uns in 16 Tagen schon auf jeden Fall 24 gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Das doch, also wir verlieren auf jeden Fall was dabei. Also es ist jetzt nicht so, als ob das irgendwie für immer und ewig reichen würde. Wir müssen jetzt nicht unbedingt noch eine 27-Tage-Runde drehen, aber... So, Add-Manöver. Jetzt gucken wir mal, wie viel das ist. Wir haben noch 582 Delta-V. Und um in die Atmosphäre zu tauchen, brauchen wir... Jetzt 2 Millionen. Jetzt sind wir bei 1 Million. Jetzt sind wir in der Atmosphäre zu weit drin. Ach ne, ist immer noch. Okay, jetzt. Da ist es zu sehen, das ist gar nicht so leicht zu erkennen. Periapsis, Periapsis, Periapsis. 290. 185. 65. Ja, 10 ist vielleicht ein bisschen weit drin. So, 35 ist auch ein bisschen weit drin. Ich peile mal so die 50 an. 50 klingt gut. 52, sehr schön. Dann gehen wir da nämlich in die Atmosphäre rein, wie gehabt, und kombinieren eine Aerobreak mit unserem restlichen Treibstoff rausbrennen, sodass wir dann vielleicht noch ein oder zwei Runden drehen müssen. Und dann aber gut ist. So. Guti. Dann einmal dahin zum Manöver. Ne, das kann man ja so machen, ne? Warp to next Manöver. Haha. Sehr schön. Gut, dann wird einmal fleißig gebremst, damit wir das hier hinbekommen. So, damit sind wir auf jeden Fall auf dem Rückweg.
mit sehr guten ersten Erfahrungen für das Pioneer-Modul. Das kann man sicherlich noch verfeinern, bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir aus unseren Vorräten für 3 Kerbals mit einem so einem Pioneer-Modul definitiv mehr rausziehen können, als sie verbrauchen. Das heißt, wir bremsen das nicht nur, den Verbrauch, sondern, also ja, wir bremsen den Verbrauch. Also es ist natürlich immer ein bisschen Verschnittmenge mit dabei. Ne? Wir brauchen uns jetzt nicht einbilden, dass es damit unendlich lange hält, weil es wird natürlich trotzdem weniger. So, 48. Okay. Goody. Aber was wir jetzt haben, guck mal, 16 Tage nochmal so ein Dings. Das heißt, ja, notfalls könnten wir sogar eine Runde drehen, aber ich hoffe, dass es so weit nicht kommen wird. Wir haben ja noch 300. Und ihr könnt mir mal gerne in den Kommentaren sagen, ob das für euch auch irgendwie komisch aussieht. Ich hatte immer das Gefühl, dass das noch anders aussah vorher. Es sieht so aus, als ob irgendwie jemand so einen Spielzeugplaneten da vor so einen Hintergrund gehangen hat. Aber vielleicht bilde ich mir das auch wirklich nur gerade ein. So. Wir haben unseren Live-Support-Kram fast abgearbeitet. Ich gebe dem jetzt mal ein bisschen, um sich hier noch zu leeren. Also quasi unseren Waste noch umzuwandeln in nützliche Dinge, die wir konsumieren können. Oh, guck mal, haben wir gerade mal eine Verbindung. Sehr schön. Dann können wir doch schon mal den Kram erledigen. Und zwar Review Report. Wir haben hier einen Crew Report from Minmus Midlands gesendet. So. Release Stored Data. Dann haben wir einen EFA Report from Minmus Midlands. Transmit Data. Wo ist denn unser Dings? Habe ich den gelöscht? Wir hatten doch noch einen Crew-Report aus der Umgebung von... Ist ja jetzt doof. Weil jetzt sind wir natürlich auch schon aus der Einflusssphäre von Minmus raus, ne? Ich hätte hier noch dieses Transmitter Recover Scientific Data from Space Around Minmus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da einen Report gemacht haben. Und gespeichert. Ärgerlich. Na gut, also eine Mission haben wir nicht komplett erledigt, aber das wird sicherlich nicht die letzte Trainingsmission zu Minmus gewesen sein, von daher können wir das andere dann auch noch irgendwann mal machen. Aber das wurmt mich jetzt schon ein bisschen. Das wurmt mich. Ich hatte eigentlich gedacht, ich hatte einen Crew-Report gespeichert. Da hätte ich nochmal gucken sollen, bevor wir die Minmus-Sphäre verlassen haben. Aber gut, das ist jetzt eins. So, wir machen unseren Live-Support erstmal wieder aus. Haben wir ein bisschen Zeit und ich würde sagen, das ist in 6 Tagen. Kann eigentlich nicht viel passieren, aber ich mache es mal trotzdem manuell. Nicht, dass uns irgendwie der Strom ausgeht oder so. Aber das sieht echt gut aus. Also, ich weiß gar nicht, ob das Essen jetzt in dem Falle schon schwerer gewesen wäre als das Modul. Ich befürchte es fast nicht. Also, ich glaube fast, dass das irgendwie jetzt gerade noch so... Guck mal, und jetzt haben wir hier, jetzt seht ihr, unsere... Jetzt beißt mich halt in den Hintern, dass wir nicht genug... Dings haben, nicht genug Speicherkapazität für den verbrauchten Kram. Deshalb muss ich das jetzt mal wieder laufen lassen. Aber wenn man das normalerweise dann natürlich noch ein bisschen speichert. Ist jetzt besser? Wird das jetzt abgebaut? Ja, wir verbrauchen es jetzt. Okay. Warum ich jetzt nochmal den Live-Support laufen lasse, auch wenn wir auf dem Rückweg sind. Ich möchte auf jeden Fall sicher gehen, wenn jetzt irgendwas passiert hier, dass wir, was weiß ich, noch eine Runde drehen müssen oder sowas, dass wir nicht, oder dass wir so viel wie möglich an Live-Support zur Verfügung haben, um sicherzustellen, dass den Kerbals nichts passiert. Das ist für mich so irgendwie die höchste Prämisse an der ganzen Geschichte. Oder das höchste Ziel. Weil das Testen ist nett, aber ich möchte natürlich nicht eure Kerbals umbringen, wenn sie es irgendwie vermeiden lässt. Und was wir machen können, wir können auf die Kerbal-Alarmglocke gucken. Guck mal, wir haben auch damit schon wieder die Uhr ein bisschen runtergespielt. Das heißt nur noch 163 Tage, bis unser Satellit in die Duna-Einflusssphäre kommt. Den würde ich da auch gerne dann parken im Idealfall, weil dann haben wir schon mal ein Kommunikationsrelay.
dass wir nicht ganz so große Antennenprobleme haben, wenn wir unterwegs sind da vor Ort. Spannend wird es natürlich, das hat jemand von euch auch schon geschrieben, das sehe ich auch so, wie das dann mit der Steuerung wird, mit der Verzögerung, weil wir werden bestimmt nach Duna rüber so irgendwie 10, vielleicht 15 Minuten oder sowas Steuerungsverzögerung haben. Da bin ich richtig gespannt drauf, wie das mit dem Satelliten wird, weil Remote Tech ja auch wirklich für solche Lichtgeschwindigkeitsverzögerungen sorgt. Ich nenne es jetzt einfach mal so. So. Ganz perfekt ist das Satellitennetzwerk noch nicht. Also ich glaube, ein, zwei Satelliten muss ich mal irgendwann noch hochschicken. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Kohle auch verdient. Aber das müssen wir nicht jetzt machen. So, unser Live-Support hat alles aufgebraucht. Das heißt, ich mache den jetzt auch mal wieder aus. So, und wir passieren jetzt die Umlaufbahn vom Mann. Das heißt, jetzt geht's großen Schrittes immer näher an die Atmosphäre ran. So, und ich würde sagen, wir können jetzt mal den Timer ein bisschen rausnehmen und uns schon mal darauf vorbereiten, hier durchzukommen. Also, als allererstes mal müssen wir unbedingt gucken, dass wir das hier trennen. Das eine sind nämlich unsere Bremsfallschirme und das andere sind die normalen Fallschirme. Die werden wir jetzt aber diesen Durchgang noch nicht brauchen, bin ich mir ziemlich sicher. Also ich glaube, wir werden mit den 300 Delta V, die ich jetzt noch bremsen kann, es auf keinen Fall schaffen, mit diesem Durchgang schon komplett wieder einzutreten. Aber wir müssen auf jeden Fall unser Raumschiff wetterfest genug machen, dass wir noch Solarpanels und so ein Kram haben, wenn wir die nächste Runde drehen. So. Okay, Solarpanels können dann mal rein. Die braucht jetzt kein Mensch mehr. So, und wir wollen auf jeden Fall Retrograde gehen während der Aktion. Gut. Gut, gut, gut. Ja, ein bisschen größerer Blob diesmal und wir können mal gucken, wo sind hier die Bremsfallschirme, dass wir die auch schon mal voreinstellen. Toggle Info. Wir wollen die Jungs nach Höhe zünden und zwar Pre-Deployment würde ich sagen, können wir ruhig so auf, ich hoffe mal auf 10 Kilometern geht das schon. Bisschen Schiss, ne? Macht mal 6 und ein bisschen und voll Deploy dann auf 3000. Copy to other shoots. Close. So. Ruckelei. So, und ihn machen wir dann auf unsere klassische Einstellung. Das heißt, wir machen irgendwie so ein Vordeploy irgendwie bei 3. Ja, machen wir bei 3, da kommen wir die Dings. Und dann bei 7 den Full Deploy. Sieht gut aus. So. So, damit haben wir nämlich die. So, die Fallschirmgeschichte auch schon geklärt und können uns jetzt darauf konzentrieren, unseren Wiedereintritt zu zelebrieren. Ach, guck mal, ist da gleich ein Sonnenaufgang oder sowas? Nee, ne? Das sieht so komisch aus gerade. Optisch sehr interessant, was auch immer da hinten gerade passiert. Und wir gehen am tiefsten Punkt auf 48 Kilometer runter. Das heißt, ich denke, wir werden auf jeden Fall ein bisschen Hitzeeffekte bekommen. Ja, bekommen wir. Jetzt müssen wir halt mal gucken. Ich versuche das mit dem Bremsen so lange wie möglich rauszuzögern, dass wir erst, wenn wir wirklich Hitzeeffekte kriegen, dann runterbremsen. Eben damit wir uns nicht, damit wir nicht verglühen oder sowas. Oder uns die Solarpanels abfallen im schlimmsten Fall. Das wäre, glaube ich, so der verheerendste Faktor. Dann würden die Jungs nämlich, ja, jetzt geht es nämlich schon los. Das ist das Labor, ne? Okay, ich zünde jetzt mal unseren Antrieb, um möglichst viel Geschwindigkeit rauszunehmen. Denn je langsamer wir sind, umso weniger Hitze sollte sich aufbauen. Und dann hoffe ich mal, dass das für unsere Zwecke ausreicht, um hier lebend durchzukommen. Okay, die Hitzeffekte sind weg. Wie weit sind wir runter auf der anderen Seite? Ja, sehr schön. Auch da hat sich doch noch einiges ergeben, muss ich sagen. 1,5, das heißt, wir haben, glaube ich, relativ gute Chancen, beim nächsten Mal wieder Eintritt zu machen. So, jetzt beginnen wir wieder zu steigen. Es ist nichts weg explodiert. Das ist gut. Das heißt, wir haben jetzt ein, zwei Runden noch Zeit wahrscheinlich. Also, ich denke mal, das könnte auch beim nächsten Mal schon reichen. Müssen wir sehen.
müssen wir wirklich sehen. Ich könnte die Kiste jetzt natürlich querstellen, ne? Aber ich habe das letzte Mal mit Querstellen sehr, sehr unangenehme Erfahrungen gemacht und die Kerbals, die drin saßen, auch. Das sind übrigens die drei, die jetzt tot sind. Deshalb provozieren wir es mal nicht. So, nächstes Mal gehen wir auf 47 Kilometer runter. Das ist schön. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, und wir können jetzt währenddessen eigentlich auch schon mal wieder ein bisschen unseren Live-Support verarbeiten. Jo. Und währenddessen steigen wir schon mal schön. So, jetzt gucken wir mal. Das müsste ja theoretisch zeitrafferbar jetzt sein. Passiert ja nicht viel. Ja, gleich sind wir wieder auf 70 Kilometer. Und wir sind wieder im Weltall. So, dann können wir einmal die Panels auf jeden Fall rausziehen, dass wir, ich mache jetzt aber nur zwei raus, wir brauchen nicht ganz so viel, dass wir einmal uns wieder aufladen auch, während wir durch die Sonne gehen. So, dann kommt hier unsere Biege. Bei 1,4 sind wir jetzt. Boah. Also es ist auf jeden Fall gut, dass wir den Live-Support noch haben, weil das wird noch einen Moment dauern. Also wahrscheinlich nicht mehr Tage, aber so ein paar Stunden werden wir schon noch unterwegs sein, befürchte ich. So, 18 Tage, 11 Tage haben wir noch Vorräte. Also dafür, dass wir mit 16 Tagen gestartet sind, auf jeden Fall schon gut was rausgeholt. So, und dann geht's in den zweiten Anlauf für den Wiedereintritt. Was ist noch? So, rein mit den Panels. Dann gucken wir mal, was diesmal passiert. Aber jetzt... jetzt können wir eh nichts mehr dran ändern. Das heißt, das höchste der Gefühle ist jetzt noch, dass wir irgendwas absprengen können. Aber selbst das würde ich im Moment nicht machen, weil das ist ja alles noch zusätzlicher Hitzeschild und Widerstand. Von daher, aber was wir natürlich mal machen können, solange die Hitzeeffekte noch nicht kommen, wir machen einfach mal aerodynamische Ausnutzung unseres Profils hier. Wir bremsen, indem wir uns quasi querlegen in der Atmosphäre. Das sollte die Aerobrake nochmal deutlich verstärken. Das können wir natürlich nur so lange machen, bis wir zu tief kommen, weil das wird dann sehr schnell sehr heiß. Dann drehen wir uns ganz schnell. So, jetzt ist nämlich der Punkt erreicht, wo wir das lassen sollten. Das wird sonst nämlich ein bisschen doof. Ihr habt gesehen, die Solarpanels haben sehr schnell schon Hitzeeffekte gekriegt, während uns der Antrieb halt relativ gut schützt. Das Schöne ist halt übrigens, wenn ihr mal die Situation habt, ne? So ein Antrieb hat meistens die Eigenschaft, dass der sehr viel Hitze ab kann, weil es ja ein Raketentriebwerk und die werden ja auch heiß, wenn sie gezündet werden. Deshalb ist so ein Antrieb immer auch ein ganz guter Hitzeschild, wenn ihr den unten noch dran habt. Weil wie ihr seht, der erhitzt sich jetzt zwar ganz gut, bekommt aber keinen Hitzebalken oder sowas. Also der bekommt den auch irgendwann, ne? Das funktioniert nicht endlos. Aber am Anfang hält der erstmal relativ viel Hitze von eurem Raumschiff ab, weil so ein Antrieb halt Hitze abkönnen muss, meine Güte. Da fallen einem schon die Wortkonstrukte aus dem Mund. Oh, das zieht sich aber noch ein bisschen, glaube ich. Das wird wieder noch eine ganz unfreiwillige Testphase für unseren Live-Support. Und wenn das jetzt noch so weitergeht, würde ich mal fast vorschlagen, dass ich euch jetzt mal gleich mit einem Schnitt rausnehme und wir uns gleich wiedersehen, wenn ich den letzten Eintritt mache. Dann seht ihr auch oben, wie viel Zeit vergangen ist. Also dann können wir kurz drüber reden nochmal, wie viele Runden ich noch gedreht habe. Und ich erspare euch jetzt die ganzen Taucher hier, aber ich nehme euch zur Landung natürlich live mit rein. Bis gleich.
Und willkommen zurück bei dem, was ich hoffe, letzten Durchflug der Atmosphäre im Re-Entry. Wie ihr oben an der Uhr sehen könnt, ist ein bisschen Zeit vergangen. Also ich glaube, wir sind so bei 18 Tagen und ein bisschen gestartet. Ich habe echt ein paar Runden, also gestartet mit dem Wiedereintritts-Aerobrake-Verfahren hier, was ich euch erspart habe. Ich sitze jetzt hier mittlerweile seit einer halben, dreiviertel Stunde Spielzeit mit immer wieder schön rausbeschleunigen, in der ich eine Aerobrake nach der anderen gemacht habe. Aber ich glaube, wir sind jetzt im finalen Lauf. Also mich würde es wundern, wenn das jetzt noch irgendwie dazu führt, dass wir nochmal rausfliegen. Das heißt, ich bin sehr optimistisch, dass wir jetzt hier eine Landung draus fabrizieren und dann auch mal sehen, was wir so einsacken konnten. Insgesamt haben wir momentan 639.000 parat. Ja, den werden wir wohl nicht erfüllen können, aufgrund meines eigenen Fehlers, aber der Rest sieht gut aus. Und wir haben auf jeden Fall sehr gute Erfahrungen gesammelt mit dem Pioneer-Modul von USI oder UKS in dem Falle. Ja, und ich glaube, das kann uns auf jeden Fall das Leben ganz schön erleichtern. Wenn ich jetzt mal gucke, ich habe das mal nebenbei laufen lassen, wir haben jetzt hier unsere Vorräte fast aufgebraucht. Das heißt, also unsere Dreckvorräte, das heißt, wir haben knappe 12 Tage, wenn ich das mal insgesamt so angucke. Uns fehlt überall so eine knappe Stunde. Knappe 12 Tage, das heißt, wir haben 4 Tage verbraucht und davon 20 Tage gelebt. Das heißt, wir haben das gut und gerne verfünffacht, würde ich sagen, für 3 Kerbals. Das heißt, wir wissen jetzt auf jeden Fall für 3 Kerbals, vielleicht reicht es knapp sogar noch für einen vierten. Für 3 wissen wir es auf jeden Fall. Können wir aus einer Ladung Life Support die 5-fache Menge an Lebenszeit rausziehen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Erkenntnis. Vielleicht geht da mit anderen Modulen noch mehr. Nur da müssen wir halt mal gucken. Das Pioneer-Modul hat jetzt natürlich den ganz großen Vorteil für uns, dass das keine Machinery oder sonst irgendwas braucht, also wir keinen großen Aufwand treiben müssen damit, sondern es einfach nutzen können. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Bestandteil. Oh, jetzt ist irgendwas explodiert. Jetzt wird es dann nur zu heiß. Ich glaube, das waren Solarpanel. Ja, jetzt gehen uns die Solarpanels flügen. Sollte aber nicht mehr allzu wild sein, weil wir jetzt eigentlich eintreten. Unsere Dings sind gut gefüllt, unsere Batterien. So, und jetzt wird es langsam tatsächlich ein bisschen heiß insgesamt. Das ist aber alles nicht so wild. Wir nehmen das mal fröhlich mit, weil es alles zusätzlich Hitze schuld. Und wir sind auf jeden Fall jetzt im sicheren Bereich. Also wir kommen auf jeden Fall in eine Landung rein. Und es sieht wohl nach einer Nachtlandung aus. So, ich mache jetzt mal die Fallschirme scharf, so nach und nach. Eingestellt hatten wir sie ja schon. Das heißt, wir sind dann auf jeden Fall auf einem sicheren Weg nach unten. Jetzt hoffen wir mal, dass das mit dem Bremsen noch alles gut funktioniert. Und ich würde sagen, wir trennen uns jetzt mal von der Reststufe hier. Ich mach's mal lieber so. Zack. Damit sollten wir jetzt nämlich nicht mehr die Probleme haben, die so der Rest der Welt hat. Und unser Hitzeschild müsste auf jeden Fall das so abkühlen. So, da verschwindet unsere Reststufe. Unsere 3 Kerbals sind alle an Bord der Rettungskapsel. Und jetzt gucken wir mal, dass die sauber nach unten geht. Aber ich mache mir eigentlich relativ wenig Sorgen. Die Kapsel ist erprobt und gut geschützt und die Fallschirme sollten eigentlich auch ihr Übriges tun. Durch die 3 Bremsfallschirme müssten wir eine relativ gute Abbremsung hinbekommen, bevor der Hauptschirm aufgeht. Und der Hauptschirm ist, glaube ich, ein Doppelschirm, wenn mich nicht alles täuscht. Auch das sollte mehr als ausreichen. So, an Bord haben wir, wie gesagt, nochmal, ich glaube, eine Bodenprobe war es. Genau, das ist auch nochmal 90 Science-Punkte wert. Das heißt, da lernen wir auch noch mal ein bisschen was von. Und ich nehme mal an, wir werden noch ein bisschen Bonus-Science-Punkte bekommen. Dafür, dass wir eben von Mimus zurückkehren mit einer lebenden Crew. Und jetzt haben wir noch knappe 20 Kilometer zu bewältigen. Und ein bisschen Geschwindigkeit noch abzubauen. Das könnte fast, das ist so ein, nee, das sieht nur so ein Grafik-Bug-Ding. Also ich glaube, es wird eine Bodenlandung auf jeden Fall. So wie das hier aussieht. Ja, viel Kontinent voraus. Wir werden also auf jeden Fall auf festem Untergrund landen. Und ja,
Schauen wir mal. 15 Kilometer Höhe noch. Wir fallen ständig und jetzt hat sich die Thematik mit dem Hitzeschild gleich erledigt. Das heißt, wir können uns dann auch von dem Hitzeschild gleich verabschieden. Im Moment lassen wir ihn mal noch kurz dran. Weg damit. So, denn ab jetzt sind auch die Bremsfallschirme safe. Das heißt, die sollten dann auch bald aufgehen. Ich weiß gar nicht, auf was für eine Höhe habe ich denn eingestellt. Auf knappe 7000 Meter. Okay, das heißt, die kommen dann gleich und bremsen uns ab. Aber selbst die Main-Schirme sind mittlerweile safe. Also alles in allem. Sieht gut aus. Da sind unsere Bremsfallschirme, alle drei draußen. Sehr schön. Hat gut geklappt. Und jetzt bremst uns das schon mal deutlich ab. Und ich glaube, ich hatte die so bei 3000 Meter Full Deploy eingestellt. Das hätte ich jetzt natürlich gleich mal mit nachgucken können. Ja, 3000 Meter, genau. Da kommt dann der Full Deploy der Bremsfallschirme und der Teil Deploy unseres Hauptschirms. Also sind wir auf jeden Fall gut unterwegs. Jetzt schon 81 Meter pro Sekunde nur noch. Also das sieht gut aus, dass wir da eine schöne Landung hinbekommen. So, und damit haben wir unsere... Ach, das war gar nicht so weit weg vom Meer, wie ich gedacht hatte. Oh, das sieht einfach alles komisch aus gerade. Irgendwie ist heute grafiktechnisch der Wurm drin. Zumindest rede ich mir das fest ein. So, was haben wir denn noch für Kameras? Chase. So, Chase-Kamera. Sieht das besser aus? Naja, ein bisschen. Sieht ein bisschen schöner aus. So, da hinten stürzt der Rest unseres Raumschiffs ins Meer. Ist jetzt auch weg. Ja, er war der festen Überzeugung, dass das eine Station ist. Ach, sogar ein Dreierschirm. Guck mal. Na, da sind wir ja. Kann ja gar nichts passieren. Gut, ich mache mal ein bisschen Zeitwaffe rein. Weil wenn der Schirm jetzt gleich deployed, wird das wahrscheinlich eh eine ziemlich langsame Aktion werden. So, wir haben noch 500 Meter. Ach Gottchen. Ja, und jetzt haben wir noch verdammt viel Zeit, nach unten zu gehen. Also hier könnt ihr das ein bisschen mit betrachten. Und da wir nur mit 6 Metern pro Sekunde unterwegs sind, dauert das natürlich auch einen klitzekleinen Moment. Und wir haben hoffentlich jetzt gleich eine sehr saubere Landung. Und ich würde sagen, Mission erfolgreich. Alle leben wieder zurück vom Minmus und wir haben einen sehr guten Test für die Lebenserhaltung machen können. Das sieht insgesamt recht vielversprechend aus. Und ich würde sagen, mit dem, was wir jetzt hier gesammelt haben, verabschiede ich mich aus der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.